Naja, die wurden ja in der U18 Europameister und auch in der U16 mit dem Jahrgang. Also es ist ein sehr starker Jahrgang. Wie Alan schon in einem Interview gesagt hatte, die waren sicher auch etwas enttäuscht, gegen Kanada verloren zu haben im Viertelfinale. Ja, wird ein toughes Spiel. Also wie gesagt, geht jetzt darum, wer mehr will, wer mehr Energie zeigt, noch Fünfter werden zu wollen, also die bestmögliche Platzierung zu holen. Also wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Es wird ein toughes Spiel, aber wir schaffen das, wenn wir so spielen wie gestern.